Hallo, mein Name ist Tolexander. Ich beschäftige mich mit Geld und helfe Menschen, mehr aus ihrem Geld zu machen. Und damit meine ich natürlich auch viele Geldanlagen und Investments aus der analogen Welt. Ich beschäftige mich aber auch mit den digitalen Investments. Heute möchte ich erklären, warum ich es gut finde, dass der Bitcoin-Preis schwankt. Die eine Erklärung geht zurück auf das Zentralbank-Trilemma. Da habe ich ja drei Sachen. Einmal freier Kapitalfluss, eine Geldpolitik, die fix ist bei Bitcoin. Und logischerweise muss dann Angebot und Nachfrage schwanken. Und dieser dritte Parameter, der schwanken darf, kann halt nur schwanken, weil halt die anderen zwei Parametern fix und fest sind. Wie gesagt, freier Kapitalfluss ist garantiert durch die Blockchain, durch Bitcoin, und die Geldpolitik ist in den Code zementiert und somit können nur Preise, also Angebot und Nachfrage, die Preise treiben. Und das zeigt mir natürlich, dass kein anderer dieses Geld manipulieren kann und auch nicht für ungültig erklären kann. Die Stock-to-Flow-Ratio bei Bitcoin ist inzwischen auch ebenso gut wie bei Gold, wird beim nächsten Halving noch stärker sein als beim Gold. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, trotz neuer Bitcoins, die stetig in die Welt kommen, der Zugang zu alten Bitcoins geht verloren und man schätzt ungefähr, dass 2 Millionen Bitcoin für immer verloren sind und der Zugang zu diesen Bitcoins mit den Rechnern auf dem Schrottplatz gelandet ist. So, das war's zu dem Thema, warum ich es gut finde, dass der Bitcoin-Preis so schwankt. Was hältst du davon? Schreib es in die Kommentare oder lass es mich per Telegram wissen. Dein Tor Alexander. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.